Herzlich willkommen zu unserer kleinen Einführung Inverted Classroom Model. Eigentlich müsste die heißen, was verstehen wir unter dem Inverted Classroom Model? Denn wir wollen die Vorlesungen in der Ingenieurinformatik und in der Mathematik in diesem Semester auf dieses Modell umstellen. Dazu werfen wir erstmal einen Blick auf das klassische Modell. Klassischerweise beginnt eine Vorlesung mit der Vorbereitungsphase. Dazu gibt es Input, meistens ein Skript, können aber auch Dinge zum Runterladen sein. Dann kommt die eigentliche Vorlesung, meistens in Verbindung mit einem Seminar oder im seminaristischen Stil. Das heißt, die Studenten und die Dozenten arbeiten zusammen das Wissen an Praxisbeispielen und erarbeiten gemeinsam da Lösungen an Beispielen. Dann kommt die Nachbereitungsphase, wo man sich dann halt das nochmal anschaut, was man da gemacht hat und entsprechend das vertieft. Wenn es eine Übung gibt, gibt es die natürlich parallel. Das ist ja auch eher sowas, wo man mit einem Dozenten zusammen eine gewisse Übungsaufgabe bearbeitet und sich erschließt. Und meistens gibt es dann auch eine Hausaufgabe, weil ja ganz oft die Übungen oder die Praktika die Zulassungsvoraussetzung zur Klausur sind. Gut, das Ganze findet dann Woche für Woche statt, über das ganze Semester. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das bei dem Inverted Classroom Model laufen soll. Wir sehen beim Inverted Classroom Model, da gibt es Themenblöcke, mit denen geht es los. Und die kommen im Wesentlichen aus dem Internet, mit denen bereitet man sich vor und da wird quasi das gesamte Wissen vermittelt. Dann folgt ein Seminar oder ein Plenum oder beides, je nachdem. Schauen wir uns gleich nochmal genau an, was das ist. Und parallel dazu die Übung und die Hausaufgabe. In der Hoffnung, dass das im Plenum das Wissen schon vertieft wird, würde dann entsprechend die Wiederholungsphase wegfallen. Was kann so ein Themenblock sein? Das kann entweder ein Pencast sein oder ein Screencast, kann aber auch ein Skript sein oder ein Auszug aus einem Buch oder eben Aufgabenstellungen, die auf der Webseite bereitstehen. Auch hier wieder das gleiche Spiel, das Ganze wiederholt sich über das Semester. Es gibt immer neue Themenblöcke mit dem entsprechenden Material. Dann gibt es Seminar oder Plenum und dann entsprechend eventuell noch eine Hausaufgabe. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das im Seminar aussehen soll. Normalerweise ist es ja so, seminaristische Vorlesung, der Dozent steht vorne und erzählt relativ viel. Zwischendurch fragt er die Studenten etwas oder es gibt eine Aufgabe zu bearbeiten, wo dann die Studenten sich beteiligen. Und im Wesentlichen redet dann der Dozent weiter. Das ist für die meisten Dinge ja auch sehr praktisch, ne? Das ist eine passende Art und Weise, bewährte Art und Weise, Wissen zu vermitteln, die wir aber gerne auf die Screencasts oder Webcasts verlegen wollen. Das heißt, im Seminar haben wir dann die Zeit, Aufgabenstellungen, die vergeben sind, durch die Studenten zu bearbeiten. Das heißt, der Dozent läuft dann herum und kann gezielt direkte Fragen beantworten, gegebenenfalls auch bei den Aufgabenstellungen helfen. Im Gegensatz dazu gibt es dann auch noch ein Plenum. Beim Plenum ist es so, da steht dann nicht mehr der Dozent vorne, sondern der Dozent reiht sich in die Gruppe ein und vorne steht ein Student, der eine Aufgabe, die eben im Vorfeld vorbereitet wurde, vorrechnet bzw. seine Lösung vorstellt und dann entsprechend mit seinen Kommilitonen diskutiert. Hier ist es natürlich hin und wieder so, dass der Dozent auch mal eingreift, wenn es gegebenenfalls in die falsche Richtung läuft, aber im Wesentlichen sollen die Studenten hier untereinander die Lösung diskutieren. Wir haben also zwei Unterrichtsformen hier statt der Vorlesung. Das eine ist das Seminar, wo der Dozent im Wesentlichen herumgeht und individuell bei der Bearbeitung der Aufgaben hilft. Und das Plenum, in dem eben sich die Gruppe quasi um eine Aufgabe versammelt und dann die Studenten die Aufgaben bzw. die Lösung untereinander diskutieren. Das wird dann entsprechend im nächsten Semester so sein. Übungen finden natürlich dann ganz normal statt. Da gibt es dann eben die Übungsaufgabe und die Übung wird in der Übungszeit mit Betreuung der Dozenten bearbeitet. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Inhalte finden Sie dann eben unter dem hier angegebenen Link auf unserer Webseite.